Willkommen zu unserer Baufolge von The Forest. Hallo! Ich müsste, bevor wir anfangen zu bauen, müsste ich aber schnell was essen, ganz kurz. Ich speichere mal ganz kurz. So. Ein bisschen nachfeuern, damit wieder Feuer herkimmt. Und dann haue ich ein Hasen haue ich rein. Also alles, was hier hängt, ist schon getrocknet, wie man sieht. Soll ich hier auch was draufhauen? Nee, ich, obwohl, ja. Warte, ich hau mal zwei Hasen, nein, ich habe schon zwei Hasen. Okay, passt. Getan. So. Kann ich das noch befüllen, weil ich habe noch zu sehr viel. Fisch. Ja, stimmt, da können wir eigentlich mal was zufahren. Da ist noch ein Platz für eine Hase. Jetzt bin ich ins Feuer gerannt. Sollst du nicht auf Hase spielen, Mann. Da verliert man gar kein Leben. Ja, du brennst auch irgendwie nicht so richtig. Ah, Hasen sind fertig. Guten Appetit. Nom, 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 nom. So, es könnte aber jetzt mal wieder regnen. Ich möchte mal ein bisschen, so langsam, meine Wasserflasche auffüllen. Da tue ich auch mal ein paar Sticks rein. Gut, so. Dann zurück und Baum füllen. Ach ja, also ich habe jetzt das angeschaltet. Also die Bäume, die werden jetzt nachwachsen. Ja. Immer weil für 10%, das Projekt wäre das vielleicht jetzt echt nicht schlecht. Ja, wir machen das jetzt immer so, wir schalten es zwar... Boah, ich muss mich in meine Ecke stellen. Also wenn wir das Bauprojekt zu Ende haben, dann machen wir es wieder aus. Ja, wahrscheinlich, weil es ist einfach, wenn wir so große Bauprojekte vorhaben, wo wir echt über 100 Loks brauchen, dann... Das braucht dann wirklich Ewigkeiten. Ja, eben, und da wäre es vielleicht nicht schlecht, dass ein paar Loks nachwachsen. Was machen wir schnell dahin? So. Sollen wir die gleich nehmen, oder? Dann. Nee, komm, wir machen ja, das die schmeißen wir schon mal da rein. Ja, genau so können wir es machen. So. Dann... Das ist halt der Nachteil, ne, wenn man auf dem Wasser baut, weil das dauert dann wirklich lange. Ja, das dauert dementsprechend lange, ja. Wir tun uns vielleicht immer die falschen Projekte irgendwie raussuchen. Ach, wir müssen das vielleicht erstmal aufmachen. Gut, aber wir müssten jetzt eigentlich immer schön schlafen, ne? Dann erst wachsen sie nach. Blinkt das bei dir hier auf? Da wohl... Blinkt es bei dir hier nicht? Was? Hier? Was hängen? Hier blinkt es bei mir. Genau da, wo du jetzt stehst, ungefähr. Nee, bei mir jetzt ist genau da. Oh, nee, bei mir ist schon nichts. Na egal. Was blinkt denn da? Hoffentlich keine Bombe. Nee, das ist so wie, als würde da die Sonne hinscheinen und dann ist kurz Schatten, weißt du? Und das macht die ganze Sonne nicht Sonne, Sonne nicht Sonne, Sonne. Achso, okay. Na gut, ich gehe einfach mal da so hin. So, jetzt nehmen wir mal die Axt, weil die, ich weiß nicht, ich kann jetzt mal die richtige Holzfäller-Axt. Ach, ich kann jetzt überhaupt keine Pflanzen mehr mitnehmen, sowas aber. Ich dachte, da könnte man unendlich viele mitnehmen, scheint wohl nicht so. Ah. Und... Ich sehe schon wieder rollen, die Loks, das ist... Ja, das nervt jetzt schon wieder keine Energie. Wieso müssen die rund sein? Könnten auch quadratisch was umfallen. Ja, wirklich. Wieso gibt es keine quadratischen Bäume? Ja, ich trinke jetzt mal einfach so einen Drink, damit ich wieder Energy habe. Fall um. Alter, Fledermäuse. Alter, wir haben schon wieder. Ich bin jetzt schon bei der Höhle, ne? Gott, wir haben da echt zu viel abgeholzt, ist unglaublich. Wir waren früher mitten im Wald, da haben wir gesagt: Hey, guck mal, da mitten im Wald eine Höhle. Jetzt sind wir. Ach du Alter. Das sind ja, ich bin schon da. Besucher. Die haben irgendwie komische Masken auf. So Sadomaso. Oh, ich dachte, das bist du. Hey, du. Hinter dir. Alter, oh Gott. Mehr, du. Der ist schnell, als ich. Oh, Alter, mit zwei Schlägen. Das sind immer noch welche, ne? Also. Wow. Alter, hat der mich weggeschleudert. Wo ist jetzt die Frau hin? Der stirbt irgendwie nicht. Jetzt ist er tot. Ah! Alter, hat ihn gerissen. Hey, die haut ab, die hat keinen auf mich. Wir könnten Knochen herstellen. Sie sind wieder abgelenkt, merkst du es? Stimmt, ja. Will man einmal bauen und... Weißt du, und dann töten wir wieder welche Knochen, das ist alles so toll und so schön. Und wir bauen schnell hier ein Feuer hin und schmeißen die hierher. Oh nee, das kann's ja nicht sein. Echt jetzt. Wo bist denn du? Wo ist die hin? Ah, da ist. Ja, den einen wirst du so schaffen, oder? Die Leiche da schon mal zurücktragen. Ja. Ich mag sie echt zurücktragen, aber wir wollen hier schnell ein Feuer machen, so ein kleines Basic-Feuer. Ja, okay, machen wir es noch ganz kleines. Weil das sind Feuer. Echt gerade viele Leichen.
Warte, ich baue schnell. Ja, machen wir schnell. Weil das hätten wir früher vielleicht auch gleich machen sollen. Immer so ein direktes Passerfall, weil so viel, so teuer ist es nur auch wieder nicht. Ja. Der läuft ganz ganze Zeit ein Lizard im Kreis. Ja, das ist ja. Soll ich dich killen, blöder Lizard? Ja, gut, ja, gut, ja. Das hat sich das von alleine erledigt. Also heute hat das Spiel so mit, das hängt ganz schön, das ist so ein bisschen. Nee, bei mir ist doch, alles bei mir schon okay. Ganz schön. Also. Bisschen. Wo sind denn? Wir hatten doch nicht nur die zwei, oder? Ja, wo sind die dann? Da ist noch einer. Echt, hatten wir nur drei Gegner? Nee. Niemals. Doch, ich glaube, das waren drei oder. Nee, es waren vier zum Schluss. Einer ist weggelaufen, das habe ich gesehen. Schauen. So. Knochen! Yeah. So. Wo ist mein Schlitten? So. Genau, das habe ich glaube ich genug. Das kann ich da. Wo ist mein Schlitten? Ich habe meinen Schlitten verloren. Ach, da unten ist er. Ich habe nicht genug Knochen. Ich stelle sie mir eins und so. Haben wir eigentlich noch Knochen auf Lager? Bestimmt, nee, oder? Nee. Nicht? Nee. Haben die echt schon alles aufgebraucht? Ja, weil wir haben doch unsere Rüstung gemacht. Ah, okay. Also dort die Rüstung aufgehangen, weißt du, was ich meine? Ja. Und die letzten vier habe ich rausgenommen. So, gut, dann fahre ich dir schon mal zurück. Ja, weil ja. Ein Baum passt da nicht mehr drauf. Weil der Schwachsinn eigentlich. Naja. Ne, ich bin ja froh, dass es das Teil überhaupt gibt, dieses Gefährt. Ja, das stimmt. Also, muss man sagen, echt gut nachgedacht. Ne? Also, so die, auch, dass man ja. so die Stick-Taschen mitnehmen kann und so, und Steintaschen. Ja gut, Stick-Holder und Rockback finde ich jetzt, sagen wir, gut, da würde jetzt ja mal jeder drauf kommen, aber sowas. Ja. Mal, ja, gut, so ein Schlitten. Ja, schon, aber irgendwie... Also die sind nicht dumm, die Entwickler, ich sag was so. Gott. Tun sinnvolle Crafting-Sachen einführen, nicht irgendwelche... Oh, wir haben das Tor offen gelassen. Und? Uah! Gott, unterlaufen sie schon. Ich hab's dir doch gesagt, wir haben das Tor offen gelassen. Der macht uns doch auch gut. Wieso? Der ist doch offen, Mann. Warum hast du unsere Mauer kaputt, verdammt? Warum? Oh Gott. Warte! Was machen wir denn mit der Leiche jetzt? Hör auf, unseren Mauern zu schlagen, du blöde Bitch, Alter. Hör auf damit. Ich hatte überhaupt keine Haare, komm mal kurz. Alter, ich bin tot. Was? Holy fuck, Alter. Was? Ja, das waren plötzlich drei Leute um mich rum oder so. Ich hab auf eine Bitch geschlagen. Was machst du? Du bist in der Luft oben. Ah, du lebst. Okay. Alter, das kann echt schnell gehen, Mann. Heilige Kacke, wenn du mal so alleine bist, dann kämpfst du gegen eine. Dann plötzlich kommen drei Alter. Andere und die siehst du wieder nicht. Komm her, ich mach dich fertig, du Bitch. Ja. Jetzt läuft sie weg. Wow, Alter. Ich wäre beinahe in eine Falle gelaufen. Na, dann hau ich zweimal auf Feuer. Ich habe eigentlich keine Knochen von vorhin genommen. Hast du alle genommen? Nee, nicht alle genommen. Da war noch ein paar übrig. Ja, da müssen oben noch ein paar Dinge liegen, weil ich habe keine genommen. Dein Schlitten ist im Weg, direkt im Eingang. Was soll denn das? Entschuldigung. Ich schiebe ihn ja schon weg. Ich wurde ja leider überrascht dann vom Eingeborenen. Wieso bekomme ich den schon wieder durch? Oh. Wo haben wir denn gefällt? Ach, hier haben wir gefällt. Bitte einmal, wo war unser Lagerfeuer? Wo haben wir die verbrannt? Weil ich würde gern. Das war doch irgendwo hier. Hier war die eine Leiche, die ich genommen habe. Und da liegen sie.
Nee, da ist nur eine Waffe. Ach, hier. So, ich habe jetzt hier die Hälfte voll. Echt, ich habe noch gar nichts, Mann. Genau, und wir haben auch, uns auch mal überlegt, solche, was wie sie, also nicht Totems, sondern... Effigies. Man kann ja selbst solche, Effigies oder so. Ja, genau, irgendwie sowas bauen. Und wenn die brennen, dann würden die angeblich die Eingeborenen ein bisschen abhalten, uns anzugreifen. Aber es steigert dann den Aggressionspegel von denen. Also wenn wir dann außerhalb sind von unserem Lager, dann werden die uns wahrscheinlich öfters angreifen. Jetzt haben wir uns aber dazu entschieden zu sagen, nee, wir bauen die jetzt erstmal nicht. Weil bis jetzt haben wir eigentlich keine großen Probleme, sag ich mal, bei unserem Lager. Ja, genau. Und darum lassen wir es jetzt einfach mal so. Weil Köpfe und so hätten wir genug zum Bauen, aber... Ja. Ja, ich finde, das ist so ein bisschen... man muss es nicht. Es ist kein Zwang, weißt du? Es ist so... Vielleicht erkennen sie unsere Absichten, dass wir eigentlich in friedlicher Mission hier sind. Ja, ja, genau. Und vergessen ihren Hunger. Na. Dann folge ich mal hier ab. Oh Mann, du nerv nicht, da ist schon wieder eine, Mann. Die gehen echt auf die Nerven. Man kann nicht mehr ordentlich. Ja, die werden echt aggressiv. Am Anfang tagsüber überhaupt nichts eigentlich. Und aufdringlich dann... hier. Mich würde interessieren, ob die echt irgendwann mal aussterben, sag ich mal. Wenn man da irgendwann mal 1000 Stück gekriegt hat, ist dann das Dorf mal weg. Alter, die habe ich schon mit einem Schlag getötet, glaube ich. Holy crap. Solange sie dich nicht tötet mit einem Schlag, passt alles. Komm schon, gib um. Wo war denn unser Feuerchen? Wo war denn unser Feuerchen? Wo war denn unser Feuerchen? Ach hier. Voll. Nein, du fällst. Doch, du fällst richtig warm. Sehr gut. Alter! Du blöder Wichser! Ich habe gerade Hälfte meines Lebens verloren, weil der Baum auf mich gefallen ist. Echt? Ja, Mann. Sorry. Alter, hast du die Beine ab? Guck mal, die... Die Beine sind Trecke. Huch. Alter. Da kann man jetzt besser, dann stören die Beine nicht mehr so beim... Ich gehe wieder. Bin weg. Aber wir hatten mal gleich wieder Medizin hergestellt. Was? Ein Coneflower... Ein Marigold oder so. Das war ein Marigold, ein Coneflower und ein Aloe Vera, glaube ich, war das. Aloe Vera war es, genau. Metz, da ist es ja. Dankeschön. Gern geschehen. Metz, genau, es hat wieder 5 Dinge. Ach, ich tue auch so Energiedinger immer schon mal. Wir müssen dann halt nur drauf aufpassen, dass wenn die Bäume nachwachsen, ne? Ja. Dass die vor unserer Mauer nicht unbedingt wieder großartig nachwachsen. Die müssen wir immer wieder fällen dann. Unbedingt. Ja. Ich glaube, das wird das geringste Übel. Ja, gut. Okay, unsere Dinger sind voll, ne? Unsere Lockholder alle. Ich mache mal unsere Schlitten noch voll. Diese Baumstämme, immer fahre ich dagegen, weil die sieht man nicht. Wie lang ist denn die Folge jetzt eigentlich schon? Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich hoffe, du hast auf die Uhr geguckt. Ungefähr, geh weg da. Ich hab Vorrang. Wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir es jetzt ungefähr so Viertelstunde oder 10 Minuten irgendwie. Okay. Ich tippe es einmal auf eine Viertelstunde. Ja, auf der sicheren Seite. Minuten. Hey, die Falle ist keiner drunter, schade. So. Warte, ich helfe dir mal schnell, um deinen Wagen voll zu kriegen. Oder halt, ich hole mir erstmal Wasser. Alter, also ich muss mir was zu essen machen. Ach, die Knochen sind fertig, ne? Vergiss nicht zu holen. Okay. Okay, Chef. Alter, ich hänge hier jetzt an meinem eigenen Wagen. Ach da.
Ach, da ist Matsch, sehr schön. Was auch immer das bringt, das weiß ich bis heute noch nicht. Ja, glaubst du, man hat dann seinen Geruch irgendwie übertönen und die finden einen dann nicht mehr so leicht? Ich oder? Weiß es nicht. Weil ich glaube, die greifen dich ja dann immer noch an, oder? Wenn sie ja, dich ja, angreifen mal... tun sie dich noch. Das ist nicht wie mit der roten Farbe. Das könnten wir eigentlich mal ausprobieren, weil der Skull hat mir erzählt, man kann Farbe herstellen. Ja, genau, man braucht Baum. Warte, mache ich das gleich mal. Baumharz. Und dann zum Beispiel, was habe ich denn? Viel Chicory. Okay, das geht schon mal nicht. Mehr Marigold. Zwei Marigold. Orange Paint. Remove. Ich glaube, es geht mit der anderen Axt echt schneller. Decorate items in structure. Nee, halte mal. Orange upgrade stick. Oh, halte mal. Ist es, ja, kann es, damit kann man sich nicht jetzt einschmieren. Nicht. Man kann jetzt nur seine Waffen oder so orange machen. Toll, was bringt mir das? Orange upgraded rock. Was? Warte mal kurz. Ich kann den orangenen Stein machen, ich weiß nicht. Was bringt mir das? Oh Mann. Eins, zwei, drei, naja, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf waren Maximum, ne, beim Schlitten. Elf, ja. Na komm, jetzt haben wir noch 5 Minuten, dann machen wir noch eine Fuhre Holz. Genau, würde ich auch sagen. Und dann, wenn wir draußen alles gebaut haben, können wir dann mal beenden. Müssen wir schon was trinken und essen und dann bin ich einsatzbereit. Feuer hier schon an. GG. So, Essen ist fertig. GG. Nom nom nom. Lecker Lizard. GG. 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 Aber ich überlege mir gerade, was man so mit Meerwasser anstellen könnte, wenn man das Salz hat, ob man denn dann das Wasser, das Essen irgendwie würzen. Kannst du einen Fisch salzen? Ja, das wäre voll nice. Scheiße, fail. Hm? Verdammte Kacke. Ich bin so hinter. Da war ein Vogel vorm Lagerfeuer. Ich mag einen Vogel killen und was mache ich? Ich kau das Lagerfeuer kaputt. Oh Mann. Nein, der Topf ist leer. Was habe ich getan? Weil ja, das ist schon hier so eine Kunst hier durch die ganzen Baumstümpfe hier, die wir abgehackt haben, die noch übrig geblieben sind, ne? Ja, das ist. Das da mit dem Schlitten durchzukommen, das ist ja nicht hier Kunst. Passiert. Wieso? Die sind hier überall. Die habe ich ja alle abgeleert, abgelegt. Ja, wir haben ja keinen Holder mehr, dann dachte ich mir mal, ich mach mal noch eine Fuhre die letzten 5 Minuten. Ach so, so ist es. Ah, okay. Und dann haben wir gleich noch ein paar. Ich jetzt Reserve. Kapieren. Ach, unsere Fallen waren alle ausgelöst, aber da war keiner drin gehängt oder so. Na. Hallo? Mach den letzten Schlag jetzt, komm schon, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ha, Gott sag. Moment, es hat doch geregnet ganz kurz. Ja. Schau mal ganz kurz, ob unsere Turtle Shells voll sind. Normalerweise schon. Es hat nicht sehr lange geregnet, das war ja, keine doch. Zeit. Ja, naja, ein bisschen hat schon geregnet. Ist nicht so lange gekommen. Na, ich schau mal schnell nach. Bisschen müsste drin sein. Ah ja, genau. Gut, natürlich meine Wasserflasche mal schon wieder ausfüllen. Eins, zwei. Ah, du musst aufpassen. Auf was? Wenn die Wasserflasche voll ist, kann man immer noch was reintun, obwohl es zu 100% voll ist. Musst du aufpassen. Also ich habe jetzt zweimal nachgefüllt und dann war es schon voll. Ach so? Braucht man einfach das Wasser? Wo kommt das Wasser dann hin? Ich hab keine Ahnung, das ist vielleicht noch ein bisschen buggy. Ey, hast du Hunger? Weil im Lagerfeuer habe ich aus Versehen was reingehauen. Ja, ich hab mega Hunger. Gut, dann kommen wir ins Lagerfeuer das Essen. Ja, ich mag jetzt aber kurz... Das ist einfach drin. Also in unserem kleinen Hüttchen ist was. Mein Ding zu Ende bringen, meine Fuhre. Mag ich noch voll kriegen? Warte, ich muss jetzt was trinken, weil ich hab. So. Ich hasse es, wenn ich keine Ausdauer mehr hab. Ich hab einfach was essen, was trinken. Geht schon. Ah, ich habe jetzt was getrunken. Soda. Aha. Zwei. Also, ich momentan bin ich nicht so sparsam mit dem Zeug. Ich trinke immer mal das Soda. Nee, Soda versuche ich echt jetzt sparsam umzugehen.
Für unsere Höhlenerkundungstouren. Aber die sind echt wichtig, ne, ja. Aber weißt du, beim Holzfällen finde ich auch, dass die extrem wichtig sind fast, weil da geht halt immer deine Ausdauer flöten. Ja klar, aber ich würde dann vielleicht eher aus den ganzen Pflanzen, die man so findet, diese Energiedinger herzustellen. Würde ich jetzt... Stimmt, das können wir ja auch mal machen, so Energiedinge herstellen. Ja, ich habe schon zwei hergestellt. Das wäre auch mega nice. Chicory... Was braucht man? Chicory, Marigold... Ne, Marigold nicht. Ach, du würdest jetzt deins nicht unbedingt erklären. So. Also für Energy brauchen wir zwei Sachen. Also den Chicory und Coneflower. Und dann kann man das machen. Was, Chicory und Coneflower? Ja. Energy sein. Ich hab das direkt gegessen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ist einfach oder das ist plus plus. Chicory und nachgucken. Coneflower. Super Energy Blend. Coneflower, Chicory und Aloe Vera. Also Aloe braucht man immer für... Oh ne, okay, ja. Chicory. Aloe ist wichtig. Coneflower. So, ich warte. Warte. Oder wollen wir jetzt schon die Folge beenden? Ja, ja, die beenden wir gleich. Ich muss nur kurz Chicory. Ich stelle mal ein paar Energy-Dinger her, weil die sind sau wichtig, finde ich. So, gut, dann mit einem schönen Blick auf unser Vorrat hier. Alter, ja. Das ist gar nicht mehr so wenig. Richtig mehr. Viel? Vielleicht erstmal für Zuschauen. Die... Ja. Und... Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ja. Bye, bye.